Ich muss mich immer noch ein bisschen einreden hier. So, jetzt sind wir da. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Zuschauer, Abonnenten. In der letzten Folge habt ihr das Liken vergessen bei meiner Seele. Nun glaubt mir kein Mensch, wie schön die Folge hier noch wird. Schauen wir mal, das entscheidet ja schließlich auch ihr, auch mit ein paar Kommentaren, für die ich mich für das letzte Let's Play mal bedanke und ja, finde ich gut. So, machen wir jetzt weiter. Und zwar nicht neue Szene, da unten bin ich. Ich bin ja noch bei Armenophis, der mal gesagt hat, kannst du behalten, diese Himmelscheibe da. Gut, gucke ich aber auf die Einträge im Logbuch, die Insel der Korsaren, also die Insel der Korsaren und Lord Balduin, nee, Balduin, Lord Baldwin, sagt mir, ich könnte jetzt jederzeit da aufbrechen, was ich auch ganz gerne tun möchte. Ja, wo werden wir dann hinfetzen? Gehen wir mal wieder hier durch. Muss mir noch diesen Weg hier einprägen. Damit ich wieder hier bei diesen vielen Plattförmchen komme. So. Gut. Insel der Korsaren. Leute, ich habe eine Ahnung. Ich habe ein Gefühl. Und wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, dann... Ich hatte mal ein Let's Play gemacht auf einer Modifikation vom Odyssey Mod Team, das heißt die Korsareninsel. Und wenn es das ist, ja, was ich denke, sag mal, wo bin ich denn jetzt hier wieder? Leute, Leute, überall diese Mauerstücke hier, wieso könnt ihr die Mauer nicht alle abreißen, ne? Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Gut, ja, und wenn das die Insel ist, die ich meine, ja, dann habe ich ein Heimspiel. Also, beziehungsweise haben wir ein Heimspiel. Ich bin jetzt hier bei den Plattformen und werde mich dann über die Plattformen mit dem Runenstein und so weiter, mit anderen zauberhaften Hilfsmitteln wieder auf die Albatros begeben. So, schwupps, befinde ich mich beim Druiden Kilian und Alanos-Statue mal ein bisschen beten, ne? Mal gucken, was sie für mich bereithält. Schenkt ihr einen Mana. Gut. Mana plus 1. Schön. Jetzt aktivieren sich meine Synapsen. Und zwar, ich meine, im Kommentar gelesen zu haben, bei Herrn Kilian könnte noch was Interessantes sein. Und zwar, unterrichte mich in Verwandlungszauber. Ich glaube, das war sogar Alain, der mir das vor zig Monaten mal unterrichte mich empfohlen hat. Ich habe zu wenig Erfahrung. Ach so, okay, zu wenig Erfahrung. Unterrichte mir Naturzauber lernen. Mal gucken. Unterrichte mich. Geysir, Eisblock. Kosten 10 Lernpunkte. Was soll das? Ich habe keine Lernpunkte. Was frage ich eigentlich den Kilian? Ist ja logisch. 0 Lernpunkte. Aber Moment mal. Es braucht nicht mehr viel. Naja, es sind noch ein paar hunderttausend, ne? Gut, okay, dann geht's weiter zur Ogerhöhle, damit ich da wieder über die Umschwungswelt rüberkomme. So, wieder auf der Varaninsel vor Korinnes. Und dann werden wir jetzt mal wieder rüber zum Schiff uns transportieren lassen. Kehren wir zurück an Bord. Ups. Gut, es geht sofort los. Wusch, da sind wir wieder. Oh, Meeresrauschen. Ich schmecke die salzige Luft. Ich hätte das anders gemacht. Ja dann. Baldwin. Wohin können wir jetzt... Bestimme den Kurs selbst. Steht das jetzt hier drauf? Mendozas Schlupfwinkel. Da steht es, liebe Freunde. Da bin ich ja mal gespannt. Segeln wir zu Mendozas Schlupfwinkel. Gut, wir werden sofort lossegeln. Wow. Das sieht schon mal cool aus. Jawohl. Das ist die Korsareninsel aus der Modifikation des Prologes von der großen Mod hier, Odyssey im Auftrag des Königs. Das erkenne ich sofort. Okay, hier ist ein Fisch.
Und normalerweise müsste hier irgendwo einer stehen und den Weg da oben hoch. Aber ich will mich erstmal ein bisschen hier besser bewaffnen. Beziehungsweise einen besseren. Ach, ich nehme die GIF. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na, hallo. Ich bin aufgeregt. Ich bin gespannt, wie die jetzt aussieht. Nee, ich will einen GIF-Pfeil haben. Was da denn los ist? Weil ich habe ein paar Folgen hier drehen können, bis es dann irgendwann mal nicht mehr ging. Und ich möchte eine andere Rüstung haben. Eine viel bessere. Weil ich schätze mal, die werden ja gleich irgendwie total aggressiv sein. Hier, die ist wesentlich besser als diese Ritterrüstung. Naja, okay, dann ist das ja eigentlich egal. Gut, also gut, dass ich jetzt abgespeichert habe. Und erstmal scouten wir hier mal. Da ist doch einer. Ja, siehst du? Da ist einer. Ich weiß es doch. Da ist ein Korsar. Er versucht mich zu treffen. Tut er aber nicht. Das ist ja übelst. Also auf jeden Fall sind es zwei. Der ist in seiner Animation verharrt. Guck, guck. Daneben. Schauen wir mal. Darf jetzt nicht übermütig werden. Schauen wir mal, wie das hier ist. Ich komme nicht da durch. Ja! Okay, ich treffe auf alle Fälle. Oh, da sind noch mehrere. Da oben ist auch ein Korsar. Mein Gott, hier ist ja gleich voll die Belagerung. Himmel, Himmel, Herr, Himmel, Herrgott. Nee, den treffe ich wohl nicht, aber er trifft mich auch nicht. Mein Gott. Aha. Er kommt jetzt näher. Oh, der hat ja eine Doppelaxt dabei. Der ist jetzt da runtergefallen. Okay, mal gucken. Nicht schwimmen. Du sollst auch nicht warten. Du sollst... Jetzt bist du dran. So, mal gucken. Vielleicht kommt der so nah dran, dass ich hier versteckt bleiben kann. Na los, komm doch mal. Jetzt bist du dran. Sehr gut. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn ja irgendwie. Zu spät. Oh, der hat mich aber auch ganz schön Kokosnuss, ja. Und wo ist der Korsar? Was bringt der alles? Alte Muskete. Okay. Musketenlagung. Mhm. Oh, da will ich mal ein bisschen was Erfrischendes zu mir nehmen. So, ich bin natürlich neugierig auf die alte Muskete, ob ich die überhaupt wird bestimmt in der Fernwaffen sein. Gehstock. Wo ist die alte Muskete? Muss ich die jetzt im Off suchen oder was? Ich suche sie in meinem Off. Nee, hier ist was. Musketenladung, 26. So, wo ist dann die Muskete? Gucke ich mal im Off. Da ist sie. Sieht eher aus wie so ein bunter Baseballschläger. Gut, okay. 140 Schaden und benötigte Stärke. Ach, wie süß. 10. Naja, halt den Trigger. Braucht mal keine große Kraft. Kann ich die denn anlegen? Aha. Okay, die kann ich anlegen. Ah ja, okay. Sieht ganz lustig aus. So, ist die denn... Jetzt werde ich sie wieder ablegen. Vielleicht muss ich dann erst noch... Ach nee, den wird sie automatisch geladen, denke ich mal. Ja. Ist auch eine Fernwaffe? Leute, ich habe hier eine Muskete in der Hand. Oh, mal gucken, treffe ich den? Oh ja! Oh, der trifft mich auch. Aber das ist ja... Und da ist noch einer. Da oben ist noch ein Korsar. Mal gucken, vielleicht ist da Schrot drin. Naja, das ist, glaube ich, nicht so effektiv. Da oben ist er. Nee. Das wird so nicht.
außerdem hat die Muskete ja nicht so viel Schaden wie meine eigene alte eine Bratwurst, hätte ich beinahe gesagt, hier wie mein Bogen. 150, also werde ich dich wieder einsetzen. Ein nettes Spielchen mit der Muskete. Vielleicht kann ich sie ja irgendwie modifizieren später, die Muskete. Vielleicht kann man sie ja verbessern. Gucken, vielleicht habe ich hier... Ja! Hier habe ich den auch schon wenigstens mal getroffen. Ja, oh, stürz in deinen Tod, das ist doch... Das ist natürlich anders. Schauen wir mal. Wo bist du? Bist du jetzt hier auch unten gelandet oder wie oder was? Nicht so ganz. Aua! Da oben ist wieder der Corsa. Wir wollen keine Autowerbung machen hier. Ja, sorry, dass ich habe ein paar... Ach, da ist der. Ein paar Anfangsschwierigkeiten. So, jetzt ist der schon mal weg. Ich bin auch leicht verletzt, aber mehr auch nicht. Gut, dann speichere ich nochmal. So, aus der alten Mod oder aus dem Prolog weiß ich, hier ist eine schöne Hütte. Vielleicht sollte ich da als erstes mal hin, mal gucken, wie da die Lage ist. Weil da ist normalerweise immer ein Fischer gewesen und hier kann man reingehen. Gucken, ob da einer sitzt. Oh, hier gibt es eine Haarbürste. Nee, eine Bürste nur. Nee, da ist keiner. Oh, okay. Ich glaube, das... Oh, die Piratenschiffchen. Ja, die sind neu, das ist klar. So, dann haben wir hier noch Muscheln. Ja, richtig. Und da hinten... Ist das hier? Nee. Gut, dann machen wir erstmal hier auf. Gucken wir sich hier da... Besen nochmal. Wer sich hier versteckt? Keiner. Okay, hier gibt es Kokosnüsse. Ganz viele Kokosnüsse, die man auch übrigens braten kann. Aber zuerst sollte ich sie mal köpfen, glaube ich. Also schälen. Dann gucken wir mal, wo sie sind, die Kokosnüsschen. Boah, ich habe so viel Zeug hier. Also unter Rubrik Nahrung sind die nicht. Muss ich mal weiter gucken. Unter Verschiedenes. Ja, gut, okay. Mal gucken, kann ich sie öffnen? Kokosfleisch erhalten. Ja, wunderbar. Okay, das mache ich dann mit allen restlichen auch noch. So. So, ergo müsste dann unter Nahrung... Ja, da ist es. Schön schneeweißes Kokosfleisch. Feinstes Kokosfleisch. Lecker und saftig. Schön. Gut. Ich werde mich mal hier zur Ruhe betten. Und bis zum Sonnenaufgang schlafen. Bis zum Sonnenaufgang schlafen. Ja. Kann ja sein, dass die sich hier auch wieder ein bisschen regeneriert haben. Das ist mir also völlig Wumpe. Da schwimmt ein Fisch. Da gibt's. So, dann schauen wir mal, ob hier immer noch People sind. Tatsache, ein Corsa. Ah, Mist. Junge, treff doch mal. Ich weiß, du kannst doch... Ach, der hat auch eine Muskete. Das macht er auch noch absichtlich. Der schießt mit der Muskete, du. Ah, weißt du was? Hoch. Ist er der Einzige jetzt da? Oh, wahrscheinlich, ne? Hallo, du sollst den Korsaren mal hier anvisieren. Genau, wunderbar. Jetzt ist der schon mal hin und ich bin hier durchgerutscht. Durch die Wucht des Gummis. Um Bogen. Ja, Gummi wird es nicht sein. Früher hat man Katzensehnen benutzt, um die Bögen zu bespannen. Hier ist nochmal eine alte Muskete. Das ist ja lustig. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie wertvoll die ist. Sorry, dass ich ablenke, liebe Leute, aber... 500. Puh, 500 wert. Speichern. So, dann ist ja auch klar, dass ich schon mal das Clickbait, also das Eingangsbild, das Intro-Bild für die Folge ändern werde. Habe ich sogar noch
in meinem Reservoir, also für die damalige Mod, die Korsan-Insel. Ja, kann ich wieder nehmen. So, da ist der Corsa wieder. Enteraxt, Musketenladung, das ist ja cool. Ich habe das Gefühl, dass die Muskete nicht so eine Reichweite hat wie mein Bogen. Oder, andere Frage, gibt es denn eine Moment, normalerweise müsste doch einer hier hocken. Ach, der ist schon weg. Andere Frage, wie ist das mit den Bogenfähigkeiten? Überträgt sich das halt eben auf nur Bogen oder auch auf Muskete? Und der ist nicht mehr dingsbumsfähig, lootfähig. Moment. Naja. Steht da nicht. So, jede Menge Kanönchens hier. Hier ist noch ein Corsa. So, hier kann man übrigens schön hoch. Da unten ist der Strand. Oh, ist das irre. Warum habe ich das Gefühl, dass das hier besser aussieht? Weil hier so vernebelt ist. Gucken, ist da was? Nee. Auch nicht. Bin mal gespannt, wie die große Insel besetzt ist. Na, hier bleibe ich wieder hängen. Hallo. Ah, es ist ja früh morgens und nebelig. Was ja logisch ist. Hier ist nichts. So. Ah ja, da. Da. Da ist das große, die große Basis. Und dann gibt es da drüben auch wieder Lurker. Jede Menge Kokosnüsse sehe ich von hier aus. Oder die Lurker sind noch nicht gespawnt. Da ist einer, da ist einer. Wer ist denn das? Sam, okay. Das ist ein Quatschbahn. Kokosnüsse neben der Kanone. Sag mal, das kann doch nicht klappen, ne? Als Munition. Kann das sein, dass Sam... Also normalerweise müsste Mendoza dann hier in der Höhle drin sein. Ich speichere lieber mal. Jetzt fällt mir siedend heiß ein. Vielleicht habe ich ja die falsche Rüstung an. Bevor ich zu Sam oder mich an Sam nähere, werde ich mal die ganz normale Dingsrüstung wieder anziehen hier. Denn es kann ja sein, dass ich da irgendwas gemacht habe. Also Sam ist nicht aggressiv. Alter, was ein Gezwitscher, was ein Geflöte. Okay. Er spricht mich auch nicht an. Hey, du. Was ist? Meinst du etwa mich, du lausige Landratte? Jetzt werde hier bloß nicht frech. Sonst ergeht es dir wie dein Kumpan. Aha. Hast du die anderen was umgelegt? Dachte ich mir. Na? Worauf wartest du noch? Zieh deine Waffe und bring mir es zu Ende. Kommt darauf an. Wenn du mir ein paar Fragen beantwortest, lasse ich dich vielleicht laufen. Na schön, dann schieß mal los. Ja, wo ist er denn? Wo ist Mendoza? Warum sollte ich dir das verraten? Jetzt rede, oder du kannst dein Testament machen. Wenn du mich umlegst, wirst du überhaupt nichts erfahren. Allerdings... Ja? Wenn du mir Mendozas Tagebuch bringst, wäre ich vielleicht bereit, dir zu verraten, wo der Alte zu finden ist. Sein Tagebuch? Das habe ich doch gar nicht. Nein, aber diese verdammten Meuterer, sie haben sich das Buch aus der Kiste des Captains geholt, die sich in der Schatzkammer befindet und... Was? Hier gibt es eine Schatzkammer? Wo? Unterhalb des Bergs, in einer Höhle. Aber du wirst dort nichts finden.
Mendoza hat die Höhle ausgeräumt und das Zeug an verschiedenen Orten versteckt. Ah ja. Und diese Verstecke wurden allem Anschein nach in seinem Tagebuch vermerkt. Lass mich raten. Die Meuterei hängt mit der ausgeräumten Schatzkammer zusammen. Schlaues Kerlchen. Du sagst es. Die meisten unserer Crew waren sauer auf den Alten, dass er die Schatzkammer ausgeräumt hat und wollten sich jetzt an ihn rächen. Die Kerle waren wie besessen. Nur ich und ein paar Leute, die du hier gefunden hast, hatten beschlossen, bei der Meuterei nicht mitzumachen. Warum? Was hielt dich davon ab, bei den Meuterern mitzumachen? Das geht dich eigentlich gar nichts an. Aber, na schön, ich verrate es dir. Weil es noch keinem gut bekommen ist, sich mit Mendoza anzulegen. Deshalb. Und diese dummen Kerle haben sowieso keine Chance gegen ihn. Auch wenn sie momentan in der Überzahl sind. Und da ich das weiß, hatte ich beschlossen, mich da rauszuhalten. Der alte Sam hat schon immer auf der Seite des Siegers gestanden. Okay, jetzt erzähl mir was. Erzähl mir was über die Meuterer. Über diese Halunken? Na schön. Die Kerle sind auch nicht lange hier in der Crew. Mendoza hat die meisten von ihnen vor ein paar Monaten in irgendeiner schmierigen Hafenkneipe auf dem Festland angeworben. Sie können zwar gut kämpfen, sind aber doch fast alle Faulenzer und Trunkenbolde. Na, ist Belia, warum der Captain diese Kerle angeheuert hat. Aber, na, vielleicht hängt das mit seinen neuen Plänen zusammen. Welchen Plänen? Das möchtest du wohl gern wissen, was? Aber da halt dich dicht. Hierüber wirst du nichts von mir erfahren. Na schön, dann weiter. Was kannst du mir noch über die Meuterer erzählen? Die Kerle waren schon von Anfang an unzufrieden, da sie bei der ersten Kaperfahrt zu wenig Gold bekommen hatten. Was? Aber so ist der Alte nun mal. Wer noch nicht so lange dabei ist, bekommt nicht so viel Beute wie die Mitglieder der Crew, die schon länger dabei sind. Eure Gepflogenheiten interessieren mich nicht. Also bitte die Kurzfassung. Wer führt die Meuterer an und wie viele sind es? Es sind etwas mehr als 20 Mann. Und du solltest sie nicht unterschätzen. Es sind kräftige Burschen, die nicht lange fackeln, wenn sie einen Fremden sehen. Angeführt werden sie von dem Bootsmann Dobbs und dem Steuermann Miller. Und wo sind die Meuterer? Auf der Nachbarinsel. Sie haben sich geteilt. Dobbs befindet sich mit der größeren Teil der Crew auf der großen Nachbarinsel, die wir die Scavenger-Insel nennen. Und Miller befindet sich mit den anderen Männern auf der kleinen Mollerat-Insel. Mollerat fürchte ich nicht. Ich nehme an, dass die andere Insel gefährlicher ist. So ist es. Da laufen mehrere gefährliche Viecher rum. Ja, cool. Mollerat-Insel, ja, ich weiß noch. Okay, ja, haben wir auf jeden Fall hier erstmal wieder ein paar Einträge. So, der Corsair Sam ist bereit, mir zu verraten, wo sich Mendoza... Moment mal, Leute. Sorry, aber ich gehe mal woanders hin. Es ist noch lauterer. Okay, gut. Hier ist es leiserer, weil dieses Gepfiepe, ne? Sorry. Okay, also nochmal. Piratengold. Der Corsair Sam ist bereit, mir zu verraten, wo sich Mendoza befindet. Wenn ich ihm dessen Tagebuch bringe, dieses befindet sich in den Händen von Mendozas Crew, die gegen ihn gemeutert haben. Die Burschen halten sich auf den beiden Nachbarinseln auf, wie wir eben gehört haben, und dort nach Mendozas Schätzchen zu suchen. Dann das Tagebuch des Corsaren. Der Corsair Sam wäre bereit, mir zu verraten, wo sich Mendoza aufhält, wenn sie so genau richtig. Auch wieder mit dem Tagebuch das und der größte Teil der Korsaren, die hier zu finden sind, hat gemeutert. Okay, deswegen wundere ich mich schon. Das ist also der Kontext. Auf die beiden Nachbarinseln, dass sie hinter den versteckten Schätzen ihres Kapitäns her sind. Wenn ich an Mendozas Tagebuch heran will, werde ich mich wohl mit ihnen anlegen müssen. Ich habe genug über die Meuterer erfahren. Sam hat mir einiges über Mendozas abtrünnige Crew behandelt. Haben wir das nicht schon gehabt?
Schnee. Es handelt sich dabei um mehr als 20 Mann. So erzählte er mir, dass sich die Meuterer geteilt haben. Ein Teil von ihnen ist mit dem Anführer Miller auf der kleinen Molarad-Insel gerudert, während sich der größere Teil der Crew auf der großen Scavenger-Insel befindet. Dieser Trupp wird von einem Typen namens Dobbs befehligt. Alle Meuterer sind schwer bewaffnet. Ich sollte mir aber auch das Schiff ansehen. Möglich, dass die Meuterer dort Wachen zurückgelassen haben. Okay, ich sollte ein Schiff angucken. Bevor wir das machen, gucken wir mal eben, was es hier alles gibt. Sehr schön. Gut. Lesen wir mal die Buchkommode. So, Piratengesetz, auch das bei uns. Das Gesetz gilt selbstverständlich nur unter uns Piraten. Wer das vollständig lesen möchte, kann ja kurz anhalten. So, mal sicher. Oh, Sams Truhe. Erstmal speichern. Es kann natürlich sein, dass ich einen Schlüssel für brauche. Auch die ist gar nicht abgeschlossen. 120 Gold. Okay. Jetzt gehe ich mal wieder zurück zu Sam. Vielleicht hockt er dann. Oh, stopp, das ist er ja gar nicht. Haha, ist die andere Seite. So, Sam. Alles gut? Ich habe deine Truhe geplündert. Das interessiert ihn nicht. So, an der anderen Seite ist ja auch noch ein Typi, der da hinten steht. Ah, nee, das ist diese ulkige Skulptur. Aber jedenfalls soll ich nochmal gucken, ob es hier noch was gibt. Nein, ich habe gleich alles gelootet. So, jetzt haben wir ja auch ein bisschen Ausschau. Gucken. Nein. Mein Gott, was hatte das Ding hier nochmal für eine Bewandtnis? Das ist die falsche Seite. Okay. War das in der Mod auch? In der Korsaninsel-Mod? Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber lustig. Gut, eine Animation gestartet. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob es hier was beim Baum gibt. Ah, oh, dieses Gezwitschel. Ah, oh, ich krieg Tinnitus. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Hab ich hier was vergessen? Nein, das sind die Kanonenkugeln. Und keine Kokosnüsse. Stopp, hier ist was. Hier ist eine Kokosnuss. Ah, hier gibt es ja noch einen Weg runter. Beziehungsweise noch einen Weg, der führt, dürfte eigentlich... Nee, der ist es nicht. Okay, na dann... Das Schiff angucken. Das ist doch unsere Albatros, oder nicht? Hm, gut. Okay, hier ist noch eine Kokosnuss versteckt. Und, ja, bin hier Plät oder wo ist? Na, so muss sie lang, genau. Jetzt könnte man runter zum Strand. Aber... Weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit... Da ist noch ein Korsar. Ein Korsar. Ja, ja, ich weiß. Nicht das Automodell. Soll ich die jetzt schon abschießen oder was? Das sind ja alles Korsaren, die Schitte sind. So. Oh, ich habe noch getroffen. Ich habe noch getroffen hier. So, noch welche? In der Nähe? Schön diesig hier, ich sehe nix. Okay. Ach, da ist er. Wieder eine alte Muskete. So, was hast du? Plankenbrecher geschärft. Plankenbrecher. Auch gut, gut. Gucken wir uns mal hier um. Haben wir hier noch was vergessen? Stopp, da war was. Jolt. Da liegt einfach so Jolt rum. Und noch ein Jolt, ne? Ne, das ist Textur. Okay. Boah. Menno.
Okay, hier geht's ganz runter. Genau. Und hier geht's auch nochmal in so eine Höhle rein. Aber erstmal will ich gucken, was wir hier haben. Oh, ist das wieder laut. Oh, Moment. Das ist mir echt ein bisschen zu laut auf dem Ohr. Ah ja, richtig. Goldbrocken, Gold, Gold, Gold. Und hier dürfte auch noch irgendwie was sein. Goldener Teller. Also wie früher. Hallo. So. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich meine... So, Truhe, komm. Dich machen wir noch auf. Okay. 11 Gold und Perle. Immer Perle, du. Gut. Okidoki, liebe Freunde. Schön, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Auf der Korsareninsel, Pirateninsel. Nee, Korsaren-Piraten ist klar. Ja, einen Daumen oder ein Feuersymbol auf Odyssey geben, falls ihr da schon seid. Und ich bin gespannt für die nächste Folge, wie es weitergeht. Macht's gut. Tschüss.